Was Sie in diesem kurzen Videoclip gesehen haben, das war ein Projekt, das wir im Jahr 2020 umgesetzt haben an der Hochschule Hof. Dabei ging es um ein One-Button-Studio, das die Aufgabe erfüllt, dass ein Professor ohne zusätzliches Personal eigene Videoclips aufnehmen kann und diesen seinen Studenten zur Verfügung stellen kann. Zwar reden wir hierbei immer von einem One-Button-Studio, aber allen ist klar, dass es natürlich mehrere Eingaben bedarf, um die Aufnahme letztendlich zu starten. Die Anforderungen der Hochschule Hof dabei waren, dass sämtliche Technik, die in diesem Raum verbaut ist, mit einer Mediensteuerung gesteuert werden kann und so der Professor oder der Vortragende sich um nichts weiter kümmern muss. Der Dozent hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, aus denen er auswählen kann, verschiedenste Geräte in seine Präsentation einzubinden. Da wären auf der einen Seite natürlich sein selbst mitgebrachter Laptop, auf dem alle seine Daten verfügbar sind, oder der stationäre PC, den er mit einem USB-Stick bestücken kann. Dazu gibt es ein interaktives Whiteboard, was er benutzen kann, um darauf ein Tafelbild zu entwickeln, und auch ein Visualizer kann angeschlossen werden. Bei bisherigen Projekten, die wir in ähnlicher Art umgesetzt haben, kam es auch darauf an, Kamerabilder und Ton aufzunehmen. Meist wurde dies auf USB-Sticks gespeichert. Bei diesem Projekt allerdings war die Herausforderung, dass der Dozent, der das Studio betritt, über seinen normalen Uni-Account sich einloggen kann auf der angeschlossenen Videoplattform, in diesem Fall Panopto, und seine Dateien, die er aufnimmt, direkt dort gespeichert werden und im Anschluss daran den Studenten zur Verfügung gestellt werden. Die größte Hürde, die es zu nehmen galt, war die programmiertechnische Umsetzung. Dabei ging es vor allem darum, die Mediensteuerung so einzubinden, dass die uni-eigene Authentifizierung und der Videoserver bei Panopto so alles miteinander verbunden wurde, dass die Videos, die der Professor im Studio aufgenommen hat, direkt in seinem Home-Verzeichnis gelandet sind und die Studenten später darauf zugreifen können.